Hey Leute, hier sind wir wieder. Ich und Juli und Pizza Juli. Me, und Julia. Mein Bro halt. Letztes Mal hat Juli hier ein bisschen mal auch mal gespielt. Also der hat nur gespielt, der hat den ganzen Part für mich geleitet. Danke dafür. Aber wir zocken das zusammen auf 100% und dann fangen wir heute mal an mit... Ja. Findet ihr auch Rhythmünzen? Natürlich. Kaum hört Juli auf zu zocken, dann muss ich die Mission machen. Ich würde die nicht machen. Warum? Mag die Mission. Wir kombinieren das jetzt immer. Wir machen die mal als letztes, die 8 Rhythmünzen. Ach nö, ich mach die jetzt. Nein. Dann sammelst du auch die 100 Münzen. Wir machen das jetzt entweder an ein Stück. Mach doch einfach die nächste Mission. An den Stalag. Nee. Du bist schlecht. Dann mach den Biberbockberg, dann mach den Schneemann. Da kannst du auch 100 Münzen sammeln. Mach das jetzt. 100 Münzen, Leute, wir brauchen ein Fuck. Thema. Das ist nämlich immer langweilig und einfach nur. Ja. Warum sind Themen Themen? Fuck. Nee, passt schon. Ist scheißegal, welches. Ja, bei Sunshine ist das ja immer wichtig. Dilididididab. Kann man da auch über 100 Münzen sammeln? Ja, klar. Vor allem in jeder Mission sind andere Münzen anzahlen. Ich unterhalte euch mit meinem super Gesang. Ihr kennt doch alle diesen Standard. Ich hab noch ein paar Fakten auf Lager. Ihr kennt doch alle diesen Standard Mario-Pilz. Dieser rote mit den weißen Punkten. Den gibt's ja auch im Real, das wisst ihr ja. Oder wer es nicht weiß, weiß es jetzt. Und das Geilste ist. Fliegenpilz, weißt du? Und wenn man von dem was isst, dann erscheint es einem wirklich, als ob Sachen größer werden, aber Leute, esst die nicht. Nein, lass es einfach. Der ist hochgiftig. Ist er wirklich. Und, was gibt's noch? Wir hätten vielleicht eins was machen sollen. Ja, deswegen, ja. Egal, wird schon. Komm, dreckige Bombe. Wir das machen. War jetzt aber auch gerade einfach mal so, wie du denkst. Juhu! Opfer. Das geht ja. Das geht. Hier. Du musst die zweite nehmen, also die hintere. Nein, ich hab das mal da gemacht. Egal. Ich mach das mal mit der zweiten. Voll in die Fresse! Da ist so ein Backschild, das mag ich. Wie? Geh zum Backschild, das hatte ich lieb. Welcher Backschild? Na, das Backschild. One up! Die Lidl. Den grün gibt's aber nicht im Real, oder? Nicht, dass ich wüsste. Doch, weil man ihn anmacht. Mario hatte doch früher mehrere Namen, ne? Der hieß Jumpman und... Davor hieß er, hat er auch einen Jumpman. Das war so ein chinesischer... Nee, japanischer... So eine Wand... Nee, Wump war das mit dieser Wand. Genau, Wumps gibt's nämlich auch. Also, das ist beim Mythos bei... Bei den Japanern. Die haben ja eh so wie Tanuki oder so. Gibt's ja auch bei Mario 3. Das ist für die auch so ein Tier. Scheiße. Und da gibt es ja auch Spiele von einer Firma, die ich jetzt nicht erwähnen will, weil die haben es echt nicht verdient, erwähnt zu werden. Echt? Ich finde, die haben es echt nicht verdient. Und wenn man fünfmal um diese Baumstümpfe darum läuft, wo der Alex gerade ist, dann bekommt man Münzen. Ich glaube, 5. Das weiß ich auch. Und ja, einfach mal 1, hier. 1, 2, 3, 4. Oh. Ich bin schlecht. Das ist ja noch das erste Level, damit das schnell gehen. Na, finde ich gar nicht. Mach's nicht unnötig. Ey. Hallo? Angst. Hilfe, Mann. Gib mir deine Badehose. Ich mach vor, man könnte die Badehose von dir anziehen. Auf den Kopf ziehen. Das wäre nice. Mexiko. Ja, geht der, geht. Ey. Creme. Aber ein Fall ging irgendwie nicht bei mir. Welcher? Keine Ahnung, das werde ich ja gleich sehen. Kein Fall. Ich hab Fall. Fall hab ich gedacht, nur. Was, Digga? Oder ging doch an? Ab 50 kriegt man immer einen ab. Aber erst, wenn man die Mission beendet hat. Ja. Mario rennt gerne gegen Baumstümpfe. Julis Gesang ist eben. Ja, warte. Jetzt geht er zurück und sammelt da hinten erstmal den Koopa ein, damit er 5 Münzen kriegt und. Achso, ja. Und noch die roten Münzen. Und da ist der rote Kettenhund, weil er rot ist, wegen Sonnenschein. Der Alex kann auch viele Glitches. Ich habe letztens einen eigenen herausgefunden, ich weiß gar nicht, ob den irgendjemand anderes gemacht hat. Hier Leute, erster Glitch. Naja, mehr yeah.
Dann kann ich noch eine unsichtbare Bombe in der Hand halten. Das kann ich irgendwie nicht, ich verstehe den nicht. Den muss man üben. Bei mir explodiert die einfach mal die böse Bombe. Aber dazu haben wir auch ein Glitch-Video. Also habe ich ja alle noch gemacht. Und es wird wahrscheinlich auch bald ein Part 3 folgen, aber wir müssen noch ein bisschen üben. Jupp. So. Ach scheiße, in der ersten Mission gab es einen Koopa gar nicht. Scheiße. Stimmt, damit sind 5 Münzen weniger. Ja, wird schon gehen. Das heißt, du musst die fliegenden Ringe benutzen. Ich glaube, das hätte ich sowieso machen müssen. Nein, das muss man sonst nicht, glaube ich. Da gibt es noch rote. Die geben 2 Münzen. Rote geben 2, blaue geben 5 und... Gelbe halt eine. Okay, das war zu Ende. Ja, wir kennen uns schon 7, 8 Jahre. Da sind 18. Wir Million. 20. Ja, genau. Oh, lass weg. Den mal in Ruhe. Echt mal. Wer hat dich eigentlich erzogen? Ich. So, nicht. Dann macht alles Sinn. Grüne Bomben wären viel cooler, aber dafür gibt es Blasen mit Augen. Das ist voll witzig. Der hat voll die Glubschaugen. Also Leute, ernsthaft. Mit dieser Musik nicht. Hä, habt ihr diese unsichtbare Wand gesehen? Sind Legend. Auf der Homayo! Natürlich skillig. Finde ich auch voll wie Zeus, der kann da auch einfach so hochlaufen. Oh, 69. Ja. Was will uns Juli damit mal sagen? Weiß ich nicht. Alle, die über 18 sind, wissen es nicht. Doch, die wissen es. Das ist auch die kleinen Boys und Mädels und Girls und Hunde. Und Girlhunde. Komm, wir fragen den mal, ob er den Weg zum Berg weiß. Hallo! Pass auf! Mach mal eine Burgkiste kaputt, das ist episch. Deswegen muss das jetzt mal zeigen, wie das fühlt. Wow! Da also, das war innovativ. Und dafür gibt es erstmal ein Yahoo für QH. Da gibt es übrigens einen Teleporter, wenn ihr in die Suche geht. Die stimmt, kann man sich teleportieren. Egal. Und hier gibt es eine Bombe, die man töten kann und dann. Wenn man da wieder hinläuft, dann verbackt die voll. Das ist voll geil. Kennst du das? Ja. Pack die mal. Schmeiß die weg. Dann. Jetzt geh weg und die spawnt gleich wieder und ist dann völlig verkomisch. Also die rennt dann irgendwie komisch herum. Echt? Ja, jetzt kannst du wieder, glaube ich, zurückgehen. Ich mal 15 sagen. Ach, das ist nicht jetzt 25. Ich glaube, das waren ja die letzten hier oben. Ja. Ja. Der muss wirklich durch die Münzringe. Ich glaube, die verbuggt jetzt. Also guck, die läuft jetzt einfach voll komisch herum. Aber die greift dann, glaube ich, auch gar nicht an. Die ist einfach nur irgendwie auf einen anderen Platz gespawnt, deswegen buggt die jetzt. Das finde ich voll lustig. Komm, ich will dich unsichtbar in der Hand halten. Fuck, das geht hier gar nicht. Doch, das geht schon. Ob das eine Art Glitch ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das ist ein Bug. Spielfehler, würde ich sagen. Ja, Bug. So, dann gehen wir mal auf die schöne Insel hier, aber nicht daneben. Schieße mich um die Insel! Yo! Blauer Stern, den wollte ich schon immer mal essen. Echt? Ja. Ich liebe das blaue Stern. Oh, hier, hier, guck dir den an. Der war richtig gut, Alex. Ich meine, here we go on the show. Was soll man, du da sagst? Ich weiß nicht, ich muss ja irgendwie die Leute unterhalten, wenn jetzt dumm wäre, aber. Also die Sonne, die ist echt super. Ja, die ist so mit Paint so gemalt oder so. Sieht echt aus. Oh, habt ihr das gerade gehört, was Mario zu uns vermitteln wollte? Er hat gesagt, kauft mehr Pizzas. Kannst du nicht noch irgendwie unten eine kriegen? Ja. Doch, eine kriegst du sogar noch. Oder? Du hast eine Bonbon vergessen, aber töte die zum Schluss, weil in der Luft in Sternzonen, das ist das Behindertste, was dann passieren kann. So. Mario. So, dann gehen wir mal kurz hier runter, Leute. Hört mir nicht zu, sonst kommt Mario vorbei und sagt, und will zu Subway. Ah, ich komm Subway. Ich nicht fresh. Ich wollte Maggis. Ja, Juli und ich, ja. Geschichten mit Maggis. Das wird in Mario bringt. Juli und die Geschichten mit Maggis. Ach so. Okay, dann sag mal halt die Story. Also, wir haben Maggis gegessen und das war toll. Ja. Oh, du bist so ein süßer Boy. Das wird schön. No homo, oder?
Nee, das war jetzt schon voll. Das war jetzt noch richtig ernst gemeint. Mach eine Stampfattacke rein! Nö. Scheiß langweilig. Ich bin ja schon mal von gestorben, weil ich versucht habe. Echt? Ja. Aber das ist voll geil, wenn du das schaffst. Der fliegt dann wie so ein Komet voll nach unten. Ich finde das voll sexy. Ja, das stimmt. Ich wette, du schießt voll vorbei. Ich wette nicht. Tot, 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 tot. Wow! Yippie! Komm, greif an! Das hätte ich auch noch. Der hat den Stern gefressen. Oh nee, ich krieg jetzt Schaden. Ja. Geil! Ich mal vor, du wärst jetzt gestorben. Das wäre irgendwie heftig. Stimmt! Obwohl, den Stern hätte ich ja trotzdem. Hol dir auch schnell den Stern. Mach ich doch. Hey, wo gehst du hin? Hol doch einfach den von der roten Münze. Ja, mach ich doch. Kennen Mario. 10 Minuten für so eine Strecksmission, ey. Ich das auch. Mal. Jetzt mal den Bobberg. Als nächstes weiter. So, Leute, das wird cool. Da wird mir treffen. Wetten? Nicht? Komm, komm, komm! Das schaffst du noch da drüber. Oh, yo! Mario hat wieder seinen Epileptika-Anfall, wie immer. Nichts gegen. Da muss man echt vorsichtig sein, wie man das sagt. Es gibt immer Leute, die das falsch verstehen. Das ist so. Vor allem, wenn du so da sitzt. Ich hab mich gekratzt. Aber richtig geil. So. Die Welt ist completed. Jetzt geht er am Bobberg. Zu den Bibas. Achso, ja. Du gehst jetzt zu den Bibas. Hier müssen wir auch noch ein paar Missionen machen. 1, 2, 3, Polizei. Immer so ein random Spruch hinterher. 1, 2, 3, Polizei. 4, 5, 6. Da sehen wir die Ex. 7, 8. So. 9. Rote Coins. Nein. 7 Coins. Wie wär's mit der Wandsprung-Mission? Nö. Da musst du wieder alles sammeln. Ich süß nicht ein. Entweder sammelt man alles oder man lässt bleiben. Den Dreck mache ich. Das finde ich unnötig. Was? Man sammelt immer die 7 Coins mit den 100 Münzen, einfach weil es Sinn ergibt. Nee. Mach doch einen Schneemann, wie du es machen sollst. Oh Leute, ich zeige euch gleich einen geilen Sprung. Den habe ich aus Langeweile herausgefunden. Da gibt's einen One-Up. Ist richtig dumm. Aber wie findet ihr das? Sammelt ihr auch immer die roten Münzen einzeln oder wirklich mit den 100 Münzen? Ich meine, die roten Münzen einzeln zusammen, okay, aber was macht das für einen Sinn, die dann nochmal zusammen für 100 Münzen? Ja, ich mache ja 100 Münzen, okay? Jetzt bin ich gut. Geh zu den Sammeln. Dann machst du das für diesen Atlantic-Scheiß. Von mir aus. Hallo! Mach eine Stampfattacke auf den. Okay. Die schreien dann immer so geil. Das ist ein halber Super Saiyajin. Ich mache mal das hier. Das weiß ich, den hast du mal random gemacht. Hä? Guck mal Leute, wie ich hier hänge. Ja. Achso, das sah eben komisch aus. Das war das Fake Baby, falls ihr es gesehen habt, auf dem Dach da oben. Ja, da oben ist so ein Fake Baby. Also was ja auf jeden Fall in der Map zu empfehlen ist, ist die Eisrutsche zu machen, weil da gibt es wirklich hammer viele Münzen. Das will ich am Ende machen. Ich würde es... Oder jetzt gleich schon, ja. Wenn ich die 100 die gelben halt hab. Die roten. Die 100 gelben roten Münzen, der braucht 100 rote. Eigentlich empfehle ich da den Wandsprung, nee, den Zeitwerksprung, aber... Oder das... Weißt du, wo die Wechsel ist? Ich weiß es gerade nicht. Warte mal... Welche hast du? Keine Ahnung. Ja, geh nochmal nach ganz oben. Du Idiot! Na, dann fang doch gerade wieder Rutsche an. Was ein behinderter Kind. Ja, der hat ja nicht sein Big Mac. Der ist jetzt ein bisschen schlecht gelaunt. Deswegen. Warum hält er sich auch nicht da fest? Ist der dumm? Ja, was fragst du noch? Fragst du schon oder isst du schon? Ja, Juli, du und deine epische Runde Karten. Oh, der soll weg, ich mag den nicht. Mach's wie ich. Jumone, willst du doch mal ein Duell mit mir machen? Ich bin ja hier der Schlitterkönig. Ne? Später. Oder ja, vielleicht nie wieder. Coin! Ja! Fick dich! Oh, Entschuldigung. Jetzt muss der Sprung sitzen, Alex. Und er sitzt! Nicht. Halbwegs. Du musst hier normal fahren, das ist dir bewusst. Nein, nicht hoch.
Alex ist so ein richtiger Skiller gerade mal, aber ich habe das Gefühl, der fällt noch. Ich weiß nicht wieso. Der hat gerade so einen Anfall, der Mario. Hier gibt's am meisten. Ist wirklich so. Guck, schlapp an 50 Münzen. Das ist eigentlich wie Ostern und Weihnachten. So viel Money wünscht sich doch jeder kleiner Klempner. Okay, sorry, Leute. Das war jetzt random. Jo. So, den holen wir. Da ist ein Sonnen. Was? Nichts. Wo stand denn da ist ein Hund? Ich hab gesagt, da ist Sonne. Im Hintergrund Bild geklaut. Echt? Nein. Vor allem, wie kann der bitte. Der schwere Ernst. Ach ne, ich dachte schon. Du hast übrigens noch einen Teleporter in der Nähe, wo jetzt Alex ist. Ja, den benutze ich auch gleich. Und Mario läuft. Wollte ich nur mal so anmerken. Warte mal. Nein! Ah ja, ich weiß, wo die letzte war. Ja? Die ist da, wo auch der Stern spawnt, wenn du da an der Rutsche bist. Ach stimmt, ja, bei dieser einen Brücke, genau. Mario kann porten. Mann, unnötig. Soll ich da nochmal rein? Nein. Gut. Das ist jetzt einfach nur zu sammeln. Das war ganz flott. Boah, ich dachte schon. Hallo, Beb. Was willst du denn? Die Münze. Ist dir jetzt egal, lass dir eine Münze. Die wird uns später fehlen. Jetzt werde ich nicht verkraften. Ich rutsche jetzt einfach mal hier normal. Nee, warte mal. Du hast es eigentlich schon geschafft, und es ist also 100 Münzen zumindest. Mario, bitte, stell dich so an. Ich glaube, da ist ein One-Up drin. Ja. Das will ich haben. Jetzt hier. Oh, das war gut. Ein schlechtes Vergleich. Das war gegen. Warte. Das ist 5 Stück. So, 5 Stück haben wir schon mal. Juhu! Juhu! Na, da ist auch noch einer, Leute. Merkt euch das. Jetzt fängt der Alex damit an hier. Du machst immer Rap-Texte, die unlogisch sind. Ja, aber Leute, seid ehrlich, es gefällt euch. Ihr habt dann immer so ein leichtes Grinsen im Gesicht. Kannst ja auch mal ein paar euch, deine. Du kannst ja mal. Ein man paar denkt deine. Euch. Das ist ein Wahnsinn. Juli kann ja schon mal sagen, was er bald für Let's Plays noch macht. Ich werde Let's Play auf die Toilette gehen. Machen gehen? Natürlich, ja. Nur Facecam, damit ihr seht diesen Ausdruck, wenn ich die Wurst. Okay, Spaß beiseite. Das ist die Wurst gerade mal bei 0. Wie bei RTL. Da hinten ist noch ein blauer Schalter. Oh, ich wollte die jetzt holen. Ja, stimmt, da ist noch. Was mache ich jetzt? Hör auf, du holst einen Stern, ich sehe das. Nee. Da ist ein Pixelmatch. Seht ihr? In dieser Map ist das richtig einfach. Toyota, nichts ist möglich. Mach den Schneemann tot, dann hast du deine 100 Münzen. Nein. Mach den Schneemann tot! Das wissen auch nicht viele, dass man einfach um den herumrennt. Ja, ist aber echt, wie geht das schlecht? Ey, guck mal. Du bist ein Opfer. Ja. Eh nicht. Alter, steht Schneemann auf. Nein! Umgeht. Komm. Hier, guck. Ja. Oh, guck mal, jetzt ist er betrunken. Der hat den Arsch, ne? Nein, komm her! Oh! Man tut, was man kann, ne? Das war erstmal wieder so geil. Das muss da immer sein. Das war sowas von ein Muss, Leute. So, speichern. Und dann holen wir uns den Stern. Professor Eich. Anrufen. Ja, Juli ist so der Pokémon-Typ. Professor Eichmann. Ja, mach mal. Merkt euch. Jetzt schaffe ich das, ey. Ja, ich weiß zwar nicht, was das jetzt hier mit zu tun hat, aber ist euch aufgefallen, Leute, dass wirklich jeder Professor, außer jetzt der Neue, was mit einem Baum zu tun hat, der hat immer einen Baum in seinem Namen. Eich, Lind, Birk, Buche. Nee, Buche glaube ich nicht. Nee. So. Birke. Paar Missionen gehen noch. Also. Oder? Was kannst du jetzt noch machen? Einen Kackschneemann bauen. Stimmt, das ist gut. Ich kann dir sagen, wie das geht. Du musst. Als erstes mit dem reden oder erst danach? Oder musst du den einfach den. Oder musst du. Du musst dem einen Schneeball einfach nur wirklich den Weg zeigen. Das heißt, du musst immer vor dem laufen oder rutschen. Der hat eine eigene Route. Nein, der läuft dir immer so ein bisschen hinterher. Der hat eigene Route.
oder? Am Ende nicht mehr, da rollt der entweder nach links oder nach rechts, je nachdem wie du den platzierst. Der rollt direkt beim, neben dem vorbei, auf jeden Fall. Oh Mann, ich fühle mich so kopflos. Kennst du jemanden, der nach einem Körper sucht? Und? Okay, dann los! Wie kann der eigentlich reden? Das ist ein magischer Schnee. Das ist magischer Bauch. Also darf ich nicht hier runter. Der Bauch, nein, du musst das normal machen. Nein. Falls es nicht klappt, Leute, dann werde ich ziemlich traurig auf ihn. Hier jetzt ein bisschen langsamer schon mal abspringen. Und jetzt laufe einfach ganz normal, also so ein Wind. Genau so. Oh Mann, jetzt kommt der aber schon. Ja. Das ist ein bisschen. Fuck. Hast du geschafft? Nein. Doch. Mein Körper hat sich im Wasser aufgelöst. Ich würde alles für einen neuen Körper geben. Kannst du mir helfen? Wer nimmt den doch eh nicht? Nimm ihn! Diese Mission macht mich immer aggressiv, weil ich die. Darf ich die mal einmal versuchen? Ja. Was auch lustig ist, wenn du im Kopf stecken bleibst. Ja, das komisch ist, dass er da nie erstickt. Aber muss dann. Ich glaube, du musst ihn irgendwie da reinschlagen, den Ball. So hab ich das gemacht. Santa Maria, der Schnitzelwagen. Keine Ahnung, wie ich jetzt auf die Kamera halte. Ich hab gerade an den Schnitzel gedacht. Ich bin immer noch kopflos und suche Freunde. Na dann, das sind wir schon hier. Freunde haben. Du trägst Schatz. Ist so. Das ist echt uncool. Immer will ich den helfen und dann ruft er bei RTL an. Bist du ein Taler RTL? Und dann noch diese scheiß Kamera hier. Karl, wer dient die Kamera? Nein. Was muss ich denn jetzt machen? Hier. Du laufen? Hier, guck mal. Mal her. So. Oder mach du erst nochmal deinen YOLO-Jump. Ich wette, ich sterb dabei wieder. Ich sterb auch eigentlich verloren. Ich mach das mal random. Random. Ich empfehle euch das auch. So, Leute. Ich empfehle euch das auch. Empfehlungsreitung. Wir sind eigentlich schon fertig mit dem Part, aber wir machen weiter. Wir machen den jetzt noch. Wir machen auch wenn es noch eine halbe Stunde. Auch noch 50.000 Jahre dauert. Ja, genau so. Baue keinen Schneemann. So machen wir halt. So Leute, ich zeige euch das jetzt. Ich kann es bestimmt. Boah, wo ist das da reinfallen? Ich kann es bestimmt downhead, aber da machen wir es mal so hier. Da fliegen jetzt Münzen. Und es leckt. Ah! Hast du jetzt endlich einen Kopf für mich? Nein. Oh yeah. Los! Wir werden der Beste sein, der keiner vor uns war. Drecksack. Spring da runter, los. Renn! Du viel dreieckiger Kopf. Los, dreieckiger Jo, du bist zu langsam. Nein, du bist zu langsam. Ich schaff das! Komm her, komm. So, jetzt reicht's mir, Leute. Jetzt mach ich mal. Oh. Wow, jetzt mach ich mal meinen YOLO-Jump hier, der geht so. Hör auf, Mario, du machst mir Angst. So, das geht so hier. Jetzt kommt so voll der krasse Wind. Der kommt mal. Vor allem jetzt los. Hab ich da unten gerade wirklich einen Stern gesehen? Keine Ahnung. Ja, also, die Mission finde ich echt random. Das ist voll das pur. Das ist echt random. Mann, dieser Himmel da unten, das sieht so richtig real. Pixel Crap. Ist so. Naja. Grüne Klempner gibt es auch in dem Universum von Super Mario. Der ist nicht Luigi. Nein, der ist Luigi. Wisst ihr, Leute? Jetzt gib mir endlich einen Kopf! Nein, nicht wenn du so un. Ja, Mario, wie wär's, wenn du mal ein bisschen schneller wärst als sonntags? Oh, schneller Träumer. So, hier muss man rückwärts steuern, so als ob man Mario Kart für Arme spielt. Und dann macht man hier so. Du musst nur noch mit den Armen reden. Also, wenn du dich traust. Ich glaube, er kommt. Ach, so geht das! Man muss die Route wirklich hinrutschen, glaube ich. Das
Das wusste ich gar nicht, die verfolgt einen ja wirklich. Sag ich doch. Nur eben bin ich irgendwie so, gab's einen Fail. 25 Minuten, das ist der perfekte. Perfekt! Das ist natürlich so geil. Alex, mach jetzt ein Wort und dazu war das alles. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, liken, abonnieren, wie immer. Und Juli, der hat uns richtig gut unterhalten, mal wieder. Mit meinem Gesang. Das Wenn auch. Ihr mehr davon wollt, schreibt es in die Kommentare. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Tschüss.